Oder er hätte können, hätte mal schon 6 München näher gehabt. Ne? Vor 30 Jahren. Ja, wird schon mal hier. Der hat nur die Fahnen gehungen. Ich war das letzte Mal hier. Ich hab wohl von Sau, aber er ist von Sau, keine Ahnung. Fragt er mich, ob ich Mittwochabend die Zweitgucke gehen. Ja, weiß ich nicht, ob du kannst. Ich hätte zwar berufliche Termine, aber... Ja, deswegen freue ich mich. Beruf muss warten. Ist denn der Stoffverkleider stoppen? Stoffverkleider stoppen im Tor. Oh. Hä? Ist der Stoffverkleider stoppen im Tor? Guck mal. Hä? Was mag ich stoppen, du? Hm? Ja. Der wollte kommen, aber wo er ist, keine Ahnung. Da bin ich ja jetzt noch dran. Also viele Platzhaltertexte noch. Das Einzige, was stimmt, sind die Ergebnisse. Und von uns die Spieler und was ich auch mache. Ehre, wem Ehre gebührt. Jeder, der bei uns ein Tor schießt, tut. Oh, der uns ein Tor schießt, tut. Wird namentlich aufgeführt. Alles andere ist nicht viel Arbeit. Gut, nee, die Seite habe ich die Woche das erste Mal gesehen. Ja, aber die hat ja einen komplett neuen Anstrich die Woche gekriegt. Aber ich wusste nicht, dass du sie gemacht hast. Das erkläre ich doch nicht. Aber dann weiß ich ja, wo ich mich hin... Wo hast du das Foto gemacht? Sportfeld. Sportfeld? Im Sportfeld, hm? Ja, der ist auch klein. Wir haben aber schlecht die Luft. Nicht gut für Fotos. Das ist der letzte geile Geräusche in der Ecke. Zentrum 18! Nummer 4 zu mir. Nummer 4. Ach komm ey, lass einfach Fußball spielen. Mit ab, Inge! Gelb! Quatsch. Manu, mach's bei dir da oben. Hau mal drauf. Hau drauf. Wir sind ruhig. Raus! Raus! Oh, ich mich, oder ist das so ein kleiner Platz? Okay. Abend schon wieder so ein kleiner Platz. Na, Manu! Alex, bitte drauf! Nein! Nein! Sag mal,
Der hat 15 oder sowas. Hast du schon gesehen, du? Der, wo du kommst. Mir hat gerade einer 2-2 geschrieben bei der Frau. Ja. Muss aussehen, ne? Weiß ich noch nicht. Heute gut drauf. Jetzt erst Feierabend. Oh, Kopf hoch, Männer! Ich glaube, irgendwann schon 5-6 Feierabend. Das hat dann schon gefrühstückt. Ich glaube, bei dem kleinen Dormann noch hier auf jeden Fall. Mach mal die Ecke und hoch schon. Also ich kann da eins sagen, im Gegensatz zu diversen Kommentaren auf Facebook fand ich sogar Verständnis dafür, dass ich streike. Weil, wie war das? 25% weniger Geld für 4 Stunden mehr Fahrer ohne Pause. Du, ich bin jetzt noch einer von den Altbeschäftigten, ne? Oh, schön. Die Neue. Die Neue bei uns, die haben über, die haben knapp 50% weniger Geld als ich. Ich soll mehr schaffen. Mehr schaffe. Bei weniger Pause und bei allem drum. Und die braucht, und da wundert die sich, wenn die kein Leid tun. Du, brauchst mir nicht zu sagen, also, aber es ist ja nicht nur bei uns, es ist ja überall. Also du wie ich, wir haben das Glück, dass wir bis ich das Alter haben, noch alte Verträge haben. Wenn ich hole, ich habe sie wieder 3 Monate gehört. Inwiefern? Ich habe hier 25 Jahre, ne? Dieses Jahr. Und ich bin genau in dem Zeitpunkt, wo ich meine Ausbildung gemacht. In Zeiten kann ich eine Ausbildung gemacht, wo die das umgestellt haben, mit 6 Monaten und 6 Wochen angeschaut. Mit vollem Lohnausgleich. Und ich bin die erste Generation, wo 6 Wochen haben. Haben wir noch eine schöne Urkunde geschickt, da in Schaukefort? Ja, aufgrund meiner Urkunde, wie sieht es denn jetzt aus? 6 Wochen. Alles klar, danke fürs Gespräch. Dass wir, ich kann nur jedem sagen, der was kriegt, je mehr, desto besser. Aber am Umkehrschluss statt. Pack den Ball nicht so weit. Du kannst schon mal von mir forscht. Ich? Mhm. Wenn du durch die Talschlossbretter durch. Ah, die Ordnungsamt. Mhm. Gut, dass ich das will. Soll ich das nur mal schön gleich durchstellen, damit ich die Bürger finde? Nein, nein, brauchst du nicht. Aber du, ich bin schon. Aber all die, ich privat kenne, kenne ich auf der Arbeit nicht. Kenne ich alles ab. Ja, gut, dann ist mir recht. Aber auf der anderen Seite, du, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel schon mal geknüpft bin. Ich kann das sagen, in Mainz, Januar, auf der Autobahn nach zum Punkt 12 Uhr. Bei Nieselregen. Und ich habe gemeint, es wäre nur 60 erlaubt. Ich habe zugekotzt. Nee, stimmt. Jetzt, wo du sagst,
voriges Jahr, wie wir nur in Ulm gespielt haben, wo wir am ersten Spiel da 4-1 gewonnen haben. Da bin ich bei Stuttgart geknipst, wo ich gefahren bin. Und ein Jahr später, wie wir in Stuttgart gefahren, nach Stuttgart, in Stuttgart gespielt haben, ist der Kollege gefahren, der ist an der Selbststelle geknipst. Aber bei der Wetterbergschuss setzen. Wen wollt ihr nochmal wissen, welche Nummer? Oder wie der? Kassel. Der Neue hat die Nummer 19. Wusste ich gar nichts. Und der Stressner hat hier keine Nummer drin, das kann aber nicht sein. Wo ich mal hier auf das Seite gucke. Gestern nicht die Meldung gelesen. Ich denke mal Freitag. Donnerstag. War ich auch der Meinung gewesen, aber der Patti hat gesagt, nee, das geht, wenn eine Mannschaft abgemeldet wird. Genau, und dann gehen die Spieler frei und dann stehen sie auf dem Markt nochmal zur Verfügung. Dann kannst du auch verpflichten. Normal habe ich aber gedacht, dann ist in der Winter. Ich auch, aber man lernt ja immer genau, dazu. Genau. Du wirst aber jetzt nicht von wo der kommt jetzt, ne? Doch, der ist von Buß kommen. Von Tübingen kommt der neue. Ja gut, der war aber vorher bei Sarg, wenn da Aura B-Jugend. Oder U19, U17, keine Ahnung, wie das mittlerweile heißt. Kann man sich auch sagen, Teil dazu denke. Ich finde es halt immer nur schade, wenn es unter der Saison ist, dass der Verein dann zu so drastische Entscheidungen sich durchzwingen muss. Aber da steht ging es ja jetzt letzte Zeit nicht mehr um die erste allein, sondern auch darum, die ganze Verein. Dann lieber so und der Verein ist gerettet worden. Gut, aber das ist ja auch noch nicht sicher. Ja, ja, hoffentlich. Ja, das ist ja die ganze Jugend dabei. Raus! Oh, schön. Hat er richtig gut partizipiert. Ja, ich warte darauf, dass man mal heimziehe. Mir geht 5 Minuten nicht ab.
Ja gut, sagen wir mal so, ich bin gut geatmet, aber wenn ich Zeit hätte, würde ich Kugel geben. Aber naja gut, wenn du immer schaffen musst, dann wenn der FC... Das ist natürlich auch scheiße. Wenn ich bis halt zwei schaffe, ich muss noch irgendwie noch Parkplatz. Dann fahr ich lieber heim auf die alte Couch. Auf die alte Couch, ja. Und guck mal, ich spiele YouTube an. Mit Kopfkino. Achso, der Fan-Talk oder Fanradio. Fanradio, ja. Ja, mit der App, das habe ich bei mir auch nie zum Laufen gekriegt, komischerweise. Die App funktioniert, da hätte ich in der Zeit. Abseits, warte. Ja, das war kein Abseits. Echt nicht? Ja, der hat aber alles gerade nach hinten gespielt. Dann ist es kein Abseits. Nein, mit Abseits geht noch. Also es hat für mich nur Abseits ausgesehen, nee, aber... Wenn er den Ball noch hinten spielt, ist es kein Abseits. Nur wenn er den Ball nach vorne spielt. Besser. Aber macht ja nichts. 3-0 ist mal wieder was fürs Tor gehört. Übrigens, der Neid hat die Nummer 21. Aber es ist aber nicht sein Alter. Nee, das 90. Da kann die 21 aber nicht passen. Ja gut, du, der 99er, der hat auch keine 99 Kilo, so wie er aussieht. Die 99 ist sogar bei der 50 Paare. Also ich bin ehrlich, gestern, ich würde... Ich wollte überlegt, nur Tübingen zu fahren. Ich wollte Raschbach gehen, die alte Wald wollte ich gucken. Mhm. Hätte ich es mir besser gemacht. 6-3 Ausgang für Gießransbach. Allein schon wieder Tor wäre es interessant gewesen. Das war aber jetzt nicht das Zweite, oder? Doch, gell? Doch, doch, ja. Ja. Fangen wir mal von vorne an. Du gehst denn nicht mehr gucken? Warum? Schiri, Videobeweis. Wenn ich glaube, dass wir gerade gut reingelaufen sind. Stehen!
sagen wir mal positiv, erster Schuss aufs Tor. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder zur Halbzeit gewechselt wird. Weiter, weiter, weiter! Komm mal! Weiter, weiter, weiter!
Also wenn es abseits war, hat er es gut, echt gut gesehen. Aber wie hält das Spiel auf der Halb schon vor? Ab November ist Rinderzeit. Ja, stimmt. Dann wäre die Spieler halt schon vorgezogen, dass da halt bei den Vereinen, die kein Flutlicht haben, dass die noch mit der Erstmannschaft spielen können. Gut, stimmt, habe ich das nicht getan. Ich würde mich auch zuerst gewundert, also. Aus. Der war aus. Der war aus. War aus. Aber nur ein bisschen. Vorne in die Mitte. Jetzt hin. Halt voll. Ja, lass mal stehen. Hallo, hat die Höhe. Schon drei Mal gelb. Oh Mann. Das ist Schiering, wir spielen Fußball, ne? Raus, hat's aber versucht. Dabei ist ein kleiner Platz. Ich weiß, warum du dein Freund dahin platziert hast, dass man es auch ja immer sieht. Ich habe dir ein Video. Du bist mir einer. Hat Viertel vor war Anpfiff. Ah, er fällt schon noch. Gute 20 Minuten. Genau, das Spiel bis jetzt ist echt gut. Oh.
Blau, blau wieder mehr. Mehr Fuß spielen, schneller spielen. Dieser Mann, zwei. Oh! Schieb mal vor. Manu! Auf der Schulter. Nee, die Herr Stettler kommt. Was? Der Herr Stettler kommt. Oh nein. Push dich, Kopf hoch. Oh, jetzt kommen die zwei Geilsten. Noch Schub in Dorn, ne? 5 Tore fast, ne, 6. Waldorf und Astoria, ne? Schon du fahren, das stimmt doch gar nicht. Du, ich wollte auf deiner Seite schon mehrmals mal einen Kommentar los, das geht nicht. Ne? Also ich krieg immer Fehler mit. Irgendwas ungültig getrunken oder sowas. Ja, weil es noch nicht freigeschaltet ist, alles. Ist ja auch nur offiziell Beta. Außerdem, der erste Kommentar kommt von mir. Der erste Kommentar kommt von mir. Um zu testen, ob auch das alles funktioniert. Ich muss mal noch was infallen lassen mit der Kommentar, der steht noch nicht freigeschaltet. Der zweite Kommentar ist, ruf mich an, 090. Du willst nicht wissen, wie viele E-Mails ich hier doch weglöschen muss? Ja, dadurch, dass ich ja eigene Homepage und mehrere Seiten habe, muss ich ja auch eine E-Mail-Adresse angeben, wo man mich hier erreichen kann. Ja? Ja, ich muss die allgemeine E-Mail-Adresse eingeben. Was ich da mittlerweile an Filter drin habe, das ist echt. Und jetzt merke ich, dass die nächste Welle kommt mit neuen Begrifflichkeiten. Ich habe mein Vater mir die letzte E-Mail geschrieben. Das ist gelöscht worden. Will ja bei mir dann direkt automatisch gelöscht. Und auf jeden Fall, dann hast du eine E-Mail gehabt, hab ich gesagt, nee, guck mal, was ging's denn, lies mal vor, fang da an vorzulesen. Schlagwort 1, Schlagwort 2, Schlagwort 3, gelöscht. Dann hab ich gesagt, ich hab auf meiner Whitelist, dass alles durchgeht, wird alles gefiltert. Hat dir jetzt dein Fahrt überdeckt? Der Sack. Direkt löschen. Weiter. Gut, zehn Spitzen. Also jetzt wird es noch von deiner Liste streichen. Ja, der wird auch gelöscht. Also, wird runtergelöscht, wird zensiert. Ein Klick, die Fahne ist nicht so groß. Passt die Evalien. Nicht die Kamera abschießen. Was willst du denn? Es geht einfach um. Komm weiter, hey, mach zu! Ohne Faulen.
Das sind so komische blau-schwarze Fahne. Ja, abseits. Abseits ist etwa du hast doch abseits gewählt. Also wenn du kein Abseits war, ich musste auf Meter brauchen. Ball, sonst gar nichts. Niemand kann noch Parken. Ja, okay, aber mehr Power, das ist dann die Woche. Hey, ihr Mann! Ja, ist so schön, aggressiver Leader. Ist doch gut. Fabio, schieß ganz links raus. Fabio, ganz links raus, mach frei. Direkt hoch. Ja, Trainer für 6-0, 7-0. Ja, hat er sich verzählt. Heute könnt ihr Rekord verbrechen, ne? Nee. Doch. Ich lüge. Spitzenreiter! Oder? Ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt. Der Waschbuch wurde schon hinten die Tore, die schon geschossen haben. Hier war geschaut viel mehr für mich, dass Sata Hermit Spiel gegen Rashford gewonnen hat. Ehrlich? Ja, 3-1 gewonnen. Hätte ich nicht mit Geld nicht. Genau das ist es. Genau, was sind die Hose? Steht da kein Film. Der traut sich auch nicht zu. Der. Gut, keine Ahnung, wie es auf dem Rashford in Kaiserslautern spiele die. Ja. Keine Ahnung, wie es dort steht. Schön gespielt. Wer kommt? Verräter. Wieso? Außerdem bist du von der Tupilliste gestrichen. Du hast deinen Fahnen abgehauen. Habe ich gar nicht. Ich habe sie gut aufgehauen. Ja, aber du hast die Schaste mal abgehauen. Nee. Doch. Servus. Wie war das Spiel? Okay. Ein Eigentor habe ich mitgekriegt. Jo, jo. Und dann Bayern sind eher schwerer, aber davor hätten wir schon 3-4-0 führen müssen. Müssen? Ja, in der ersten Halbzeit könnten wir ohne Probleme 5-0 führen. 5-0. So viele Chancen ausgelassen und dann, ne, wie es halt üblich ist, wird bestraft. So viele Chancen ohne Ende. Also, weißt du, zu viele Chancen, liegen lassen, bumm. Also mit anderen Worten, da vorne im 16er fehlt einfach eine Frau, die Platz mal tut, die es erzwingen tut. Also Stürmerin. Ich sag mal, die sind eigentlich schon gut genug. Ich sag mal, der Bagger, wissen wir, das ist, das macht seit Wochen und so weiter. Dort die neue, die Ditschheit, super Spielerin, die hat einen ausgezeichneten Schuss, aber
die hat Chance über Chance und macht sie nicht drin. Auch außer, die sind feil schnell und treffest du nicht. Dafür treffest ein paar Mal die Lat und so weiter. Ja. Ja, die lassen so viel Chance aus und dann hin in der Abwehr in Unachtsamkeit, fällt es 2-1, klar, und dann schwimmen sie 2-2, dann mache ich 2 Minuten vor Schluss, mache ich es 3-2, schön rausgespielt, glücklich, und dann Sonntagsschuss und dann aus 35 Meter kneiden. Unhaltbar in den Winkel. Aus 35 Meter Bayern. Frustschuss. Ja, Sonntagsschuss. Direkt unter die Latte. In den Winkel. Boom. Keine Chance. Nix. An Fabio und dann hinterher. Ist nur ärgerlich. Schwer schon. Der hat wehgetan. Der hat richtig wehgetan, aber. Oh, ja. Ja, schau's mal, da war so die Kamera. Haben wir, man muss. Wie viel steht hier? 7-0. 7-4. Ja. Rushpool, keine Ahnung, ne? Wird nicht getickert. Ist doch egal, wenn wir gewinnen. Bei mir gewinnen, stehen wir gut in der Tabelle wahrscheinlich. Ne? Wir sind aktuell Erster, man weiß aber nicht, wie Rushpool gespielt hat. Obwohl wir die schon gewonnen haben. Ja. Übrigens, unser. Carsten Schrassner hat 5 Tore schon geschossen heute. Ha? Der hat 5 Tore heute geschossen. Ja. Der, wo das letzte Tor heute geschossen hat. Ah. Hm. Hm? Dann scheint er gut zu sein. Der sollte mal die Frau trainieren, ne? Ja. Der Dings, Schrassner, 5 Tore. Warum? Weil der schon 5 Tore gemacht hat, da kann der ja mal eine Lehrstunde gehen. Ja? Das war ja 9 Monate später die Spieler. Der Mendler war auch am Kieselhof, ne? Ja. Als Zuschauer. Cool. Ja. Finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal gut, wenn vom Verein Leute aus sind. Ja, hat mich auch. War ich überrascht, weißt, ein paar Meter von mir weiter, weißt, links an der Mitte zu gehen und immer den Abbruch machen, den Mendler. Da hatte Dings noch einen Moment, der war schon öfters die Frau, schon 2-3 Mal, wo ich ja die Kugel war. Ah ja, warum nicht? Die Bayern. Na, ich finde das in Ordnung, wenn von der Erstmannschaft, wenn die sich auch in andere Mannschaft einfach mal ein bisschen blicken lassen. Ja. Das ist ein Zeichen von Zugehörigkeit zum Verein und auch von Wertschätzung. Richtig. Genau. Man muss nicht jedes Spiel 90 Minuten bleiben, aber. Ja, aber. Aber halt. Man sieht, oh, da ist einer von der Erst, guckt die Frau. Noch ein Tor. Ja, 8-0. 8-0. Ist das noch die erste Zeit? Oder? Ja. Oh. Ja, das ist, wie gesagt, ich finde es gut, grundsätzlich. Wenn ab und an sich Spieler blicken lassen oder halt auch, was ja eh schon seit Jahr und Tag gemacht wird, dass sie in die Vereine gehen, aber in die Fanclubs drin gehen. Finde ich absolut richtig. Ja. Apropos, die Allianz hat sich da auch gewonnen. Ja, die? Unser Allianz. Also natürlich, entschuldigt, die Albersperre. Ja, hallo, das hat einen. Oh, schön. Nee, mehr kam schon, die erwartet, geht die? Doch, reicht doch. Das wäre schön. Es sind ja zwei Teams, auf Clash werde ich im Level gewartet, nur hoffe, dass es das irgendwo einen Fehler macht. Ja. Oh, sicher, jetzt schon wieder der 4.
schon wieder der Vierer. Aber eh wieder mal. Ja, der hat immer Langsam rein, da war der Vierer. So wie getan. Alle los, Schiri. Der Schiri hat hier Ruhweg. Ja, vorm Tor gerettet, ist doch gut. Weiter gehen! Wird er in der Halbzeit gehen? Ja! Es gibt noch einen Blickmann, schade, voll noch weiter gehen! Und dann mit dem Kopf! So, jetzt an ich auch ein Video rein. Genau das sind jetzt die Szene, warum ich jetzt wohl zu Gerhard Kucke gehe. Voll Gese und zum Meckerer nicht. Ne? Ja, weil es Ort davon ganz oben ist, dann ich jetzt mit die Fresse zu halten, egal wie. Und das macht es aber auch entspannt, so zu gucken. Ich komme doch eigentlich nur für die Malerei zu hören. Ja, weil du hörst sie mal. Nicht im Stadion, hier ist nur die Malerei von uns Sens. Ja, aber hier ist schon nicht was ich Platz mache. Ich habe Grill geputzt. Das ist aber vielleicht ein Fleck vorne dran gewesen. Oder war es doch nicht? Ich meine, das war nicht gut. Nee. So was. Ich hätte natürlich auch die 14 gewesen. Nee, es war die 14. Das ist ja. Die ja kennen wir auch. Nur noch 11. Nur noch 11. Warum? Ist 20:0. Noch nicht gesehen. Nee. Geh Pittlinger. Der erste Spiel in der Saison. Ach doch. Also bitte abschließen. Wie wieder? Ja, oder die waren vegan, aber immer diese Kraft, ich weiß es nicht. Ruf ist im Fitnessstudio. Nur noch 13. Stand hier auf der Feierabend machen. Ich brauche nachher schon wissen, was das Torverhältnis macht. Das kann ja nicht Sinn, dass wir ein schlechteres Torverhältnis haben als die Raschbrüder. Also bei uns rennen die Alter wie die Arschlöcher, ne? Hatte die Knie und Mangel und Mangel. Du musst aber bei der Sache eins bedenken, sind zwei Spiele sind abgebrochen worden bei uns in der 60. Minute. Jo, aber und hat die jeweils 4-0 gestanden. Ja, da hätten wir aber noch. Das letzte Spiel eigentlich mittlerweile in der Wertung. Wie viel sind die? Das eine war Rockershausen, wo die. So, und das andere. Jetzt
fand das schon. Nee, das gar nichts. Mann, und alle aus! So, das einfach. Das zweite Spiel war gegen Kandil. Wo es so stark gerannt hat. Da hat es doch so ekelhaft angefangen zu stürmen und zu rennen und zu machen. Und da ist. So war das Fußballspiel nicht möglich. Ja. Da ist dann abgebrochen. Ja. Ja, ist das mittlerweile gewertet? Ja, es hat nicht gewertet. Ich werde es mit 4-0 für der FC. Ja, es hat aber auch schon gehischt, dass es dann gewertet worden ist, aber es steht dann immer noch. Also bei Fußball.de hat es dann noch vor zwei Wochen noch dort gestanden mit Punkt / Punkt. Obwohl ich auch schon gehört habe, dass es mit 4-0 gewertet wird. Okay. Jetzt. Ja, letztlich aber auch egal. Das war mal ganz, ganz, ganz ähnlich. Und vor allem ein sehr hartes Spiel von der Ausführer so geführt. Ja. Der andere hat rote Karte provoziert. Die haben wir dann allerdings gut, obwohl wir nichts gemacht haben. Der hat einen Kopfstoß gemacht gegen unseren Spieler. Unser Spieler hat sich dort in alle Glas und Aua geschrieben. Und daraufhin hat er wie Schauspielerei. Hat er dann gelb-rot. Ich bin billig, wegkommen. Ja. Er hat gedenkt, er muss ja auch mal mit aber Würzburg wenn der Lars hier ausgerechnet wäre, hätte ich ihm einen Video-Mitschnitt zum Saarländischen Fußballverband geschickt. In Würzburg, 1000 Euro Strafe. Wie ein Beispiel. Ich tue unter Rast, dass du eine Beißhütte hast. Hey, Hände, Mitte, Mitte! Hey, hey! Wir haben die Hand zu. Ja, gute Aktion! Ja, Manu, steh auf, komm! Manu, steh auf! Ja, Ball geht der Kopf hin und her, schnell ist schon ätzend. Das kann er wegbleiben. Raus, raus, raus! Raus! So, ein Mittwoch kann ich ja nicht direkt machen. Ich brauche auch nicht hinzukommen, die spielen im Sportfeld. Ich fange jetzt die Dorfwoche nicht nur um. Da stehe ich um 2 Uhr, 3 Uhr an. Ne, ich sage schon 1 Uhr aufs Spiel. Hallo! Ganz hoch. Das ist ja auch doof, Pascal. Der ist ja bei dir der ganze Abend im Arsch. No, der ist im Bett. Ab 7 Uhr gehe ich dann in die Kiste. Bei 6 Stunden Schlaf, die bräuchte ich dann schon noch. Ja. Ja, und das wünsche ich mir die ganze Woche. Sandmännchen. Sandmännchen und dann. Ah ja, ne? Okay? Ja. Ich da hatte ich. Warum sagst du Müsse und frage nicht die Neue, sondern oder böse die Neue? Hey, geh da rüber! Schieb rüber! Die hat doch noch einen Tarifvertrag. Die kriegen jetzt wirklich auch 50% jährlicher Geld. Ist schon stramm, der fühlt sich halt aus. Und da soll die Leute mit seiner motiviert sehen, wie die da sind, um 40 Jahre zu machen. Also wir kriegen jetzt 50 Euro Prämie. Allerdings konnte es jetzt die 50 Euro diesen Monat nicht ausbezahlen, weil sie kein Tresor haben. Ja. Ja. Die haben kein Tresor, das Geld ist ja nur virtuell und da müssen können. Ja, nein, wir müssen uns das Geld bar abholen. Also sind wir nochmal bei der Lohntüte. Das sind ja 53 Euro bar auf die Qualle und das wird doch da um 9 Euro steuert.
Aber anstatt dass es gleich mit dem Lohn überweisen muss, muss es nach uns abholen. Ja, also nur dem Motto, wer sich nicht abholt, ist selber schuld. Da haben wir das schon das Geile ist, Abholle geht jetzt nicht, weil sie ja nicht vorhaben, dass sie Geld ist. Ja, das stimmt, was wir ja. Aber das Geld 2-3 Monate hier lasse und dann muss er 50 Holle geht ab. Das Nachrichtenschein. Das ist aber überweise geht nicht, aber wenn du Urlaub hast, geht. Lars, tust du eigentlich auch dort in der in der Pizza, in der Spichberg Bergstraße, also in der Talstraße, die ist dort auch aus, wie gesagt. Den ist auf den Tisch, ja. Ja, kriegst du nur auf den Tisch, aber dort an der Automat gehst du nicht. Nee. Aber der ist nicht mehr aufgepasst, die habe ich ja schon öfter dort gesehen, wenn ich mit dem Bus vorbei bin. Ob ich dich auch sehe? Nee, mich sehe ich schon nicht. Da ist sie nur im Büro. Hatte der Außendienst. Ja, gut, jetzt. Doch, Außendienst habe ich auch. Hast du die Arschkarte gekriegt, oder? Ja, ich habe die Arschkarte. Jawohl! Alter, hat schon vier Frauen gemacht und gemacht, das ist Geld. Fertig. Ja, komm! Das war schon Geld rot. Bei der nächsten ist Una. Una Pro. Das kann man halt tun, aber er hat ja einen Kann man doch machen, wie irgendwie. In der Allgemeinheit heißt es, die Gelb, ja, die Rot. Und die Gelb hat er aber im Hemd. Da ist aber kein Fach aber im Hemd, weißt du? Oh, ganz einfache Erklärung. Er hat ja auch sein Schmuckschützen. Ja, okay. Ja, trotzdem! Ein Fall! Ja! Stechens geht, da wäsche. Ah, zwei Bündel. Männer, konzentrieren euch mal. Jetzt. Hey Jungs, das ist zu viel!
Klammert und fängt dann an zu schreien. Okay, das ist geil. Das ist geil. Der Vorschlag, ich mache so Grafik an. Bin ich? Ja. Ich würde Grafik machen, so blau schwarz. Das ist super repräsentiert von Walter Verstappen. Ey, dann kriegen wir, dann kriegen wir aber pro Klick Cent. Nein, wir können keine Klicks ersetzen, nicht bei YouTube, sondern nur bei irgend sowas russischem Kanal. Nichts russisch. Das ist eine deutsche Firma. Ein deutscher. Gut, aber er hat bestimmt das Sitz in Russland, weil es billiger ist. Hä? Was? Er hat bestimmt das Sitz in Russland, weil es billiger ist. China ist noch billiger. Die Sitze in Berlin. Ja, Berlin ist so russisch, eigentlich. Berlin ist halt die Hauptstadt von Russland, ja. Oder? Also wir haben... Dumm. Oh. Der Ende war so frisch, aber macht's dumm. Oh je. Was? Immer wenn so jemand schreit, denke ich, hat sich einer verletzt. Immer wenn da einer schreit, denke ich, das Spiel wird abgebrochen. Das wundert mich eigentlich, dass man keiner auf die Idee kommt, ist beim 4-0, dass man das Spiel abbrechen. Ist das der Neue?
Die 21, der wo jetzt am Mittelkreisel ist. Der, genau, der jetzt nach vorne geht. Der mit den, was ist das, rot-rosane Schuh. Ich wundere, dass Tübingen pleite gegangen ist. Haben sie alle gerade extravagante Schuhe drauf gemacht? Ja, bisschen mehr wieder! Ura blaue. Entweder schwarz oder blau. Und das Logo vom Hersteller, ob das Adidas, Nike ist oder wer auch immer, darf dann von mir aus in der Farbe sein, wie er es will. Aber nur das. Also wenn sie dann ausgestiegen, dann endet es noch von Deutschland. Und dann Salamander. Ab der Oberliga. Fangen wir dann mal mit Adidas oder Nike. Oh, schon wieder. Ich verkleide die. Der Schüttel war da, aber war das schon gut. Ich wollte einen Flieger aufsteigen. Raus! Da sind wir jetzt schon unten wie unser Kreisplatz. Ja, komm mal, Andre! Pass auf! Nein! Ja, Druck! Hey, hey, vor! Vor! Dadurch, dass ich schon keinen Menschen befördern muss, funktioniert das ab und an. Ja. Ich fahre ja nur Kies. Nur Kies. Kies? Ah ja. Wenn ich in der Wort, ich bin Kies. Weil als Mensch kann ich das im Körper nicht mehr bezeichnen. Und was hat er gesagt? Sie können den Führerschein abgeben? Ja, so ungefähr. Wer war denn das? Mars. Komm, Männer, komm, noch wieder mehr jetzt! Komm, komm! Heiko Mars! Mach gut deine Nacht! Oder was kannst du denn frei? Mach gut deine Nacht! Klaas nach doch, Männer. Ja, Manu, bleib noch! Gerade noch so erträglich.
Kumpel links oder rechts und ziehen wir uns so wieder frei. Ab dem Tempo. Ich bin immer mit 50 Stunden. Aber hier hat sich ganz schön weggekommen. Ja, ist ja nicht geschafft. Das 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 ist besser greifer. Und achso, die Autos haben nur ESP drin. Ja, und der Hand sich dann auch nur ausschaltet, damit die Leute den Unterschied merken zwischen ESP und ohne ESP. Und selbst die Winterreifen haben dann schon mal so Bienen bei solchen Kühlern. So, ich habe gesagt, wenn es so schon ABS und das war's dann. Unser Vierer. So. Und dann haben wir
immer haben wir, das war bei dem Spiel, die Borger Chance, wo der irgendein Spieler sich so groß verletzt hat, da haben wir zum 1-0 in der 10. Minute oder was, Elfmeter zugesprochen, dann haben wir aber abgelehnt. Genau. Dann haben wir gesagt, nee, das war kein Erd. So, das war das. Und ich glaube, wir haben ansonsten, haben wir den Borger, das ist ja gar nicht ein 2 oder 3 Stück. Klaas, wir haben doch schon 2 oder 3 Elfer zugesprochen. Ja. Ja. Gut so. Dankeschön. Eine Spende für die Jugend. Ja. Pascal, 2 Stück ja, zugesprochen und einer abgelehnt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, du darfst heute ganz schön gelingen. Dankeschön. Also für die Jugend ja gut, ne? Ja, es waren nur 5 Centstücker. Nee, stimmt ja gar nicht. Das waren nur Centstücker. Du, ich nehme an, das waren vielleicht noch bald ein Team. Aber früher sind wir mit Jugendspielern rumgemacht, oder? Ja, und mit der Mama gefunden. Oder die Oma. Jetzt kommt! Weiter Connor drauf! Ruhig, Fabio! Ruhig, Junge! Ach, Hanni, ein herrliches Wetter schon. Perfektes Fußballwetter. Ja. Das ist dann was Böses. Da hast du nur beigepisst. Oder 2 Linien passt, der unerlaubt ist. Nee, Spieler verletzt. Wo dann? Alter, ohne. Im 16er. Der leidet doch immer noch da schon. Gut, das ist Kunststraße, da kann ich noch nicht biologisch abbauen. Ja. Ich glaube, ich würde sich auch nicht verlassen. Es geht nicht sogar zu den Spielern, die hinter uns verlangt haben. Oh, das ist mir nicht gut. Das ist mir nicht gut. Alter, das ist auch geil. Ja, hier drauf. Funktioniert, ne? Aber du bist doch der Stadtler. Ja, genau, ich bin der Stadtler. Das ist doch dies bisschen Form. Ja. Der will Grünpilz, der will Radler. Er weiß es noch nicht. Er will Mineralwasser. Und ich hätte gerne Radler. Die Holle und dann gehen die Runde aus. Radler. Grünpilz. Radler. Also. Ja, Grünpilz ist klar. Du auch Grünpilz recht. Also 2 mit Grünpilz recht und 2 mit Radler. Wechselgeld hätte ich aber gerne nochmal. Ey, aua, du, Hoffentlich springt da alles mit. Dann sag ich ein Eddie schöner Gruß. Soll mich anrufen, dann komme ich schon. Kannst du auch machen. Komm schon hoch. Der ist ja immer noch nicht da. Der hat sich verlaufen.
nehme an, du, das 20 Euro war ein bisschen viel. Mhm. Ich habe nur 10 Euro gegeben. Wenn er anläuft, dann ja. Was haben wir doch? Aber jetzt. Ach, schön spät. Kämpf vor. Scheiße, so teuer wäre mir das noch egal. Ja. Scheiße, er hat einen Zwingungskauf. Ja? Ja? Ist so. Scheiße, wenn man das schon das Original hat. Die erste Stufe, die du noch her, du halbe Stunde. Weißt du, wie spät man war in Hongkong? Hat dort alles gesehen. An alles kauf. Und die Dinger, die es dort für Cent beträgt kauf, die haben schon ihr Schritt kauf. Also wenn man den Stadler schicken tut, dann verdurst man. Ich sehe was kommen. Oh je. Nee, ich. Wenn man jetzt den Spitznamen Flash nimmt. Nee, der Flash. Das soll jetzt richtig bemühen. So, neuer Spitzname, Flash. Also, das ist der Flash. Ah, Flash. Flash kommt weiter. Lars, auf dich. Ja, ja. Vielen Dank. Gewöhn das nicht ab. Das andere Handschuh als Trinkgeld in die Kasse geschmissen. Ne? Das habe ich dann gesagt. Ja, pass auf, das zieh ich noch, bevor ist klar. Ja, Philipp, weiter! Weiter, Lando!
Meister! Der war bei einem Meter, du stehst auf. Hey, du bist doch Meister. Ich hab keinen Meter. Hallo, hier mit Abschirm. Hallo, hallo! Absolut der Ruhe jetzt! Absolut! Ja, du, Pascal, warum ist denn am Donnerstag gespielt worden? Es war doch Feiertag. Weil wir das dürfen. War Musik gewesen? Ganz weiß ist alles gelaufen. Na ja, gut. Also, 80 Plus war gleich. War ja noch. Das Spiel eigentlich am Donnerstag. Da sind doch keine genauso gut am Samstag. Nee, es war. Ja, also, hat doch irgendwie. Wort gehabt. Und es ist ja nicht überall Feiertag. Nee, sowieso. Das war ja nur bei der Katholischen. Das war ja am Mittwoch. Ah ja. Deswegen haben sie ja am Donnerstag gefeiert. Und die Bayern haben gerade schon gefeiert. Die Bayern. Ja, so gehört sich das ja auch. Ist immer geil, wenn man... Jo, ich weiß gut, weil ich mich jetzt am Samstag genügend. Der Kieler sagt, oh Mann, das bleibt ja immer drin, dann nimm ich. Deswegen, ich bin auf 10 Fernseher draußen, bin ich schnell ins Stadion. Wenn ich da hin, dann muss ich mein Spiel am Fernseher angucken. Wenn ich ins Stadion gehe, kann ich nicht. Komm mal wieder nochmal 2-3 Kontakte, lass den Ball laufen! Kann ich nicht noch drei erschlagen? Ich bin noch Du kannst nicht oder der Frau kann nicht? Ich kann nicht, weil ich habe eine Grundschule. Hä? Der Frau fährt immer. Nee, ist so eine halbe Stunde von der Frau. Aber es ist nicht abhängig davon, ob die das jetzt zeitlich kann oder nicht. Oh, schönes Tor. Aber mit dem neuen Rekord wird das nicht. Ja, aber schön gespielt. Schön gedacht, schön vorbereitet. Ich
Schön. Das geht so. Vorne jetzt noch die 2 Minuten. Das wird eng. Du Erfolg-Fan. Schön Wetter-Fan. Ja, das kommt da noch dazu. Erfolgs- und Schönwetter-Fan. Warum heißt du Miesepeter? Lars, ich bin doch nicht dein Bruder, dass ich dieselbe Familienname hätte wie du. Gott sei Dank. War Freistoß, ne? Oder war es Ecke? Welches hier? Freistoß oder Ecke? Und der traf bei der Injektion, während der zum 16er Trave gibt, der zweite Ball frei. Dann kommt der Ball an die 16er Eck und da ist er dann gerade und haut den Body dann. 10 Sekunden. 10 Sekunden war er drin. Ja. Und hat das Tor erzielt. So, dieser hier war ein linkster Abwehrspieler. Raus, ja. So, wie viel haben wir dann jetzt gewonnen? Wie? Spiel ist aus. Verzählt uns mal, was gibt's? Schiedsrichter hat 14.